In diesem Video geht es darum, wie man einen Vektor normiert. Im Normalfall braucht man zum Beispiel bei der hessischen Normalform einen normierten normalen Vektor. Man kann jeden Vektor normieren. Das Besondere daran ist einfach, wenn man einen Vektor, ich nenne ihn jetzt einfach mal n, aber der Vektor kann irgendwie heißen. Das ist jetzt ein Vektor, der hat eine bestimmte Länge. Die Länge können wir berechnen, indem wir den Betrag dieses Vektors betrachten, Wurzel aus 1 zum Quadrat plus die zweite Komponente zum Quadrat plus die dritte Komponente zum Quadrat. Das wäre in diesem Fall dann Wurzel aus 1 plus 4 plus 1 und Wurzel aus 6. Also dieser Vektor hier hat eine Länge oder hat den Betrag Wurzel aus 6. Ein normierter Vektor hat eine ganz bestimmte Länge, nämlich die Länge 1 oder den Betrag 1. Und das ist das Besondere an so einem normierten Vektor. Und das erreicht man, indem man einen Faktor vor diesen Vektor stellt, nämlich der normierte Vektor zu diesem hier, den nenne ich jetzt einfach mal n-Norm als normierter Vektor. Wenn ich jetzt 1 durch den Betrag von diesem Vektor rechne, also 1 durch Wurzel aus 6 mal 1, 2, 1, dann hat dieser neue Vektor, der jetzt hier entstanden ist, den Betrag 1. Das ist das Besondere an dem normierten Vektor. Also man kann dieses 1 durch Wurzel aus 6 ja auch in jede Komponente schreiben. Dann hätte ich 1 durch Wurzel aus 6 mal 1 in der ersten Komponente, 1 durch Wurzel mal 6 mal 2, also 2 durch Wurzel aus 6 in der dritten und nochmal 1 durch Wurzel aus 6 in der dritten Komponente. Und wenn ich diesen Betrag jetzt ausrechnen würde, dann hätte dieser Vektor den Betrag 1. Machen wir das doch einfach mal. Also den normierten, normalen Vektor vom Betrag her wäre das Wurzel aus 1 durch Wurzel 6 zum Quadrat plus 2 durch Wurzel aus 6 zum Quadrat plus 1 durch Wurzel aus 6 zum Quadrat. Die Quadrate sorgen ja dafür, dass die Wurzeln hier unten wegfallen und die Zähler werden quadriert. Also 1 zum Quadrat ist 1 durch 6 plus 2 zum Quadrat sind 4 durch 6 plus 1 zum Quadrat durch 6. Das Ganze natürlich noch unter der Wurzel und insgesamt haben wir dann Wurzel aus 6 Sechstel und das ist Wurzel aus 1, also 1. Und diese normierten Vektoren, die braucht man oft, um Abstände dann mit Abständen zu arbeiten, da dieser normierte Vektor ja dann die Länge 1 hat. Also wenn ich den einmal an einen Punkt, hier das ist mein Punkt A, und dann mache ich den normierten normalen Vektor, hänge ich hinter den Vektor A dran, dann weiß ich, dass ich eine Längeneinheit von diesem normierten normalen Vektor, von diesem Vektor A entfernt bin. Also, nochmal zusammengefasst, Vektoren normiert ihr, indem ihr den Betrag dieser Vektoren ausrechnet und dann 1 durch diesen Betrag als Faktor vor euren Vektor schreibt.